Captain, was ist eigentlich unsere Mission? Wir eskortieren einer unserer Spione zurück nach England. Sie soll sehr beunruhigende Dinge über die Amerikaner herausgefunden haben. Und was soll das sein? Captain, es ist geheim. Die Informationen sind für den Flottenführer, nicht für einen unserer Offiziere. Sie, jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Für unsere Offiziere wird sicherlich nichts Schlimmes. Vielleicht haben Sie recht, Captain. Aber man kann nicht vorsichtig genug sein, da diese Informationen kriegsentscheidend sind. Und die Amerikaner ebenfalls ihre Spione überall haben. Sie haben recht. Wir werden uns beeilen, sie zum Flottenführer zurückzubringen. Das will ich hoffen, für uns alle. Captain, verzeiht, mein Herr. Ich wollte ihn nicht zu nahe treten. Admiral, wir warten hier bereits seit 3 Tagen. Die Männer werden bereits unruhig. Können Sie mir sagen, was wir da draußen auf dem offenen Meer wollen? Tja, einer unserer Informanten hat in Erfahrung gebracht, dass die Engländer einen Spion bei uns eingeschleust hatten und Informationen über unsere neue Seeflotte gestohlen haben. Ah, verstehe, Admiral. Werden Sie hier antworten? Genau so ist es. Es hat höchste Priorität. Sie dürfen diese Informationen niemals Ihren Flottenführer überbringen. Wir werden sie hier abfangen und vernichten. So sei es. Admiral, ich werde die Flotte in Stellung bringen. Steuermann, umschiffen Sie den Vulkanrauch. Ich möchte nicht, dass die Segel Feuer fangen. Jawohl, Captain. Die Sicht wird jetzt besser. Das ist gut. Captain, feindliche Schiffe voraus! Verdammt, das war eine Falle. Alles gefechtsbereit machen. Jawohl, Captain, die werden uns vernichten. Wir werden aber nicht kampflos sterben. Zum Angriff! Wir bringen sich in Angriffsstellung, Admiral. Gut. Greifen Sie mit den Schlachtschiffen direkt an und der Rest wird Sie umzingeln. Und wenn wir den Feind umzingelt haben, lasst einen Kugelhagel auf Sie los. Zu Befehl! Admiral, vernichtet Sie. Bis auf den letzten Mann. Wir müssen feuern, solange wir noch die Möglichkeiten haben. Kanonen feuerbereit! Und Feuer! Eines unserer Schiffe hat einen Masten verloren, ansonsten haben wir keine weiteren Schäden davongetragen. Gut, sind wir endlich feuerbereit? Ja, wir sind bereit. Na dann, Feuer frei! Das ist unser Ende! Admiral, es zieht ein Unwetter auf. Unsere Aufgabe wäre vorerst erledigt. Lass uns nach Hause fahren. So sei es.
Mahlzeit gehen. Wie lange wird es noch dauern, bis wir in England sind? Es ist wichtig. Bei dem Unwetter, mein Herr. Einen halben Tag etwa. Es ist gut. Unwetter ein Ende. Mein Herr, dort vorne ist bereits die Küste von England. Exzellent. Ihr bekommt euer Gold wie abgemacht, wenn wir an Land gegangen sind. Admiral, immer wieder schön mit Ihnen Geschäfte zu machen, mein Herr. Flottenführer, ich habe wichtige Informationen über die Amerikaner für Sie. Sie kommen allein? Wo ist Ihr Bruder? Mein Herr, wir sind aus Sicherheit auf getrennten Wegen hierher. Ist er noch nicht hier? Nein, in den letzten Tagen ist hier kein einziges Schiff eingetroffen. Mein Flottenführer, wir haben soeben erfahren, dass eine amerikanische Flotte draußen beim ewig lodernden Vulkan eine kleine Gruppe von Schiffen komplett zerstört hat. Verdammt! Das muss er gewesen sein. Mein Beileid. Er starb für England. Er wird ein anständiges Begräbnis erhalten. Aber zunächst, welche Informationen habt ihr für mich? Danke, mein Herr. Wir konnten in Erfahrung bringen, dass die Amerikaner einen neuen Schiffstyp bauen, mit dem sie unter Wasser fahren können. Das würde ja bedeuten, sie könnten, ohne dass wir es mitbekommen, bis zu unserer Küste vordringen und bei uns einmarschieren. Ja, das ist korrekt. Soweit wir wissen, haben sie bereits 3 Unterseeboote gebaut. Ich werde diese Informationen gleich zum König weiterleiten. Und ihr könnt bereits die Flotte vorbereiten. Wir müssen sie vernichten, bevor die Amerikaner eine Armada dieser Schiffe bauen können. Jawohl, mein Herr. Apropos, wie viele unserer Schiffe sollen dabei sein? Alle, die wir haben. Wir werden versuchen, sie vollständig zu vernichten. Admiral, unsere Spione berichten, dass die Engländer anscheinend ihre Flotte angriffsbereit machen. Das bedeutet wohl, dass unser Geheimnis keines mehr ist. Wir müssen unsere Flotte ebenfalls in Bereitschaft bringen. Jawohl, Admiral, es wird erledigt. Und Captain, der Schutz unserer Werft hat höchste Priorität. Verstanden, Admiral. Die Engländer sind da! Läutet die Alarmglocken!
bringe eine Botschaft vom König Englands. Sprech, der König fordert die bedingungslose Kapitulation von Amerika. Wir werden nicht kapitulieren. Ist das euer letztes Wort? Ja, ist es. Dann gnade euch Gott. Bereitet euch auf euren Tod vor. Und ihr auf den euren. Kanonenfeuer! Feuer! Vorwärts zum Angriff! Verlusten haben wir trotzdem ein Land gewonnen.